Positive Bilanz als Aufsteller, sehr willkommen, denn Saibenes Team gab zuletzt zweimal in den Schlussminuten Punkte ab. Doch Statistik ist Statistik, wirklich beruhigend tat sie die St. Galler nicht. Gonçalves, im Zweikampf unkonzentriert. Ballverlust, Lustrinelli schnappte sich den Ball. Erste Prüfung für Lopa. Lustrinelli nach seiner Sperre wieder zurück. St. Gallen markierte erst nach einer Viertelstunde Präsenz. Hämmerli-Freistoß. Durcheinander bei Bellinzona. Ovona, 1:0 St. Gallen. Was für ein Start. Erste Chance und gleich das Tor. Ovona nutzte die allgemeine Verwirrung, schaltete blitzschnell. Die St. Galler bestechen durch Starteffizienz. Schon gegen Zürich gingen sie mit dem ersten Angriff in Führung. Auch da hieß der Torschütze Ovona. Trotz Rückstand, Bellinzona machte den kreativeren Eindruck, hatte den gepflegteren Aufbau und hatte Möglichkeiten. Super Reflex von Lopa, stark der Abschluss von Konan. Lopa, der Vailati-Ersatz, brilliert immer öfter mit solchen Paraden. Bellinzona erhöhte den Takt, Ekpal Sermeter, Matila im Pech. St. Gallen im Glück, der Tessiner Ausgleich wäre längst verdient gewesen. Die St. Galler Verteidigung ohne Deckungsarbeit. Jeff Saibene angespannt. Und das blieb so. Hier gleich die nächste Aufregung. Der Ball ging an die Hand von Matila. Der verletzte sich hier zwar, aber regulär war die Aktion nicht. Die Hände dürfen zum Schutz des Kopfes nicht gehoben werden. Das war hier der Fall. Ein Penalty für St. Gallen wäre richtig gewesen. Doch es ging weiter. Schnell und schnörkellos. Konan verlängert auf Lustrinelli. 1:1. Angesichts des Chancenplus der Tessiner ein gerechtes Pausenresultat. Mauro Lustrinelli mit seinem 14. Saisontreffer. Zweite Halbzeit. Bellinzona blieb spielbestimmend. Die St. Galler agierten ab und an etwas ungelenk. Konan wieder ans Gehäuse. Nach dem Lattenschuss nun also der Pfosten. Bellinzona ließ nicht locker. Diana macht ein gutes Spiel über rechts. Bellinzona kombinierte. Lustrinelli für Fälscher. Lopa katapultierte Fälscher von den Beinen, doch der fällige Pfiff von Schiedsrichter Laperier blieb aus. Lopa verpasste den Ball klar und trifft nur Fälscher. Bellinzona-Trainer Carlo Tebi verstand die Welt nicht mehr, protestierte und wurde auf die Tribüne geschickt. Jetzt waren die Emotionen geweckt. Der Abstiegskampf lanciert die nächste Szene mit Scarione und Regazzoni. Der fällt und hier gab's den Penalty. Während Regazzoni jubelte, konnten sich die Tessiner zum Teil nicht mehr im Zaum halten. Wir schauen hin. Eine leichte Berührung gab's, Penalty korrekt, nur wurde nicht derselbe Maßstab angewendet wie zuvor. Scarione. 2:1 für St. Gallen in der 80. Minute. Viele Emotionen, doch der Schütze Scarione blieb ganz cool. Nur kurz danach, wieder St. Gallen. Bellinzona hatte Mühe, sich zu sammeln, verlor die Konzentration und patzerte. Sotti langte daneben, Regazzoni traf zum 3:1 die Entscheidung. Zotti besiegelte mit seinem Fehlgriff die Niederlage. St. Gallen, das glücklichere und effizientere Team, gewann und überholte Bellinzona. Jetzt sind die Tessiner am Tabellenende.